Wir sind Radare und sind aus Wiesbaden, Deutschland. Und angefangen hat das, ich kann nur das Jahr, das genaue Jahr weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das war 2008 ungefähr. Und er kam später dazu, ich glaube 2010. Im Dezember. Genau. Und eigentlich kennen wir uns schon ewig lange. Also wir haben uns 2010 dann kennengelernt und mit den anderen habe ich schon vor, mit den anderen beiden, also bestimmt seit 2003 Musik gemacht in verschiedenen Bands, auch eher Punk-Hardcore-mäßig und irgendwann muss es einfach ruhiger werden. Und deswegen haben wir dann Radare gegründet. Wir haben zweimal Gitarre, Bass, Schlagzeug und dann noch ganz viel an Elektronik. Henrik spielt noch Klarinette, wir haben auch noch Posaune dabei. Und es wird eigentlich mit jedem Jahr mehr. Also wir haben, ursprünglich war es vielleicht so eine Art normale Rockband-Formation, aber mit jedem neuen Jahr kommen neue Instrumente dazu, neue Einflüsse und es wird ein bisschen vielseitiger vom Klang vielleicht, kann man sagen. In Bands spielen wir alle schon relativ lange und die anderen drei spielen schon recht lange zusammen und ich bin vor 5 Jahren in dieselbe Stadt gezogen und hatte auch schon immer Musik gemacht und auch ganz unterschiedliche Musik gemacht und wir haben uns dann dort kennengelernt und ich bin zur Band dazugestoßen und seitdem spielen wir zusammen und es wird eigentlich auch immer ruhiger. Und, aber man muss auch sagen, wir kannten uns so ein bisschen natürlich auch vorher, weil man dann schon in denselben Locations gespielt hat und man kannte die Band irgendwie und man hat sich immer mal wieder gesehen, aber dieser enge Kontakt und dass wir dann auch zusammen gespielt haben, ist dann erst entstanden dadurch, dass er in dieselbe Stadt gezogen ist, Wiesbaden halt. Und glaube ich schon immer. Es ist nur so ein, vielleicht ist es, kann man es so beschreiben, dass wir auch in der Musik so die absolute Ruhe und Konzentration suchen. Wenn wir suchen eigentlich immer auch an so ein Thema, wie wenn man ein Filmdrehbuch schreibt, da wir ja keine Texte haben, überlegen wir uns eine Hintergrundgeschichte, die wir vertonen wollen und überlegen dann, wie kann man das jetzt mit Musik ausdrücken. Und so nah wie möglich an diese Geschichte rankommen, die wir dann quasi nur mit Musik erzählen und ohne Worte. Und ich glaube, da gehen wir den Schritt eigentlich immer konsequenter, das zu machen.